24 Jahre ist es nun schon her, seit Russell Crowe alias Maximus im Meisterwerk Gladiator in der Arena Schaulustige unterhielt. Oder auch nicht. Are you not entertained? Are you not entertained? Und ob es das tat, und zwar im Kino. Ganze 466 Millionen US-Dollar schwemmte Gladiator im Jahr 2000 in die Kassen und avancierte zum Kultklassiker, der ein Vierteljahrhundert später endlich in die zweite Runde geht. In der Fortsetzung steht Lucius, der Sohn von Maximus, im Vordergrund, der im Originalfilm noch vom damals 13-jährigen Spencer Tritt Clark porträtiert wurde. Regisseur Ridley Scott beschloss jedoch, die Rolle dieses Mal einem anderen Schauspieler zu geben, nämlich Paul Mescal. Dieser Ring gehörte Maximus. Nun gebe ich ihn dir. Uns kam ja zu Ohren, dass ihm das Aussehen seiner Nase einen klitzekleinen Vorteil verschuf. Ja, ich muss mich wohl bei Gott und meinen Eltern bedanken, die mich damit ausgestattet haben, aber Spaß beiseite. Ich habe keine Ahnung, woran es letztlich lag. Ich bin nur glücklich, hier zu sitzen und mit euch über den Film zu sprechen. Inzwischen weiß man, dass neben seinem Charisma auch das junge Alter des 28-Jährigen einer von vielen Gründen war, da Mescal sehr lang und oft ins Gym musste, um sich Muskeln anzutrainieren. Ich habe für keinen meiner bisherigen Filme so oft trainiert wie für diesen hier. Für mich war das aber keineswegs hart, sondern lediglich ein notwendiger Schritt, den so eine Rolle voraussetzt. Klar kann es manchmal ermüdend sein, aber da muss man einfach durch. Und eines können wir vorab schon verraten. Kein Tropfen Schweiß war umsonst. Paul Mescal steht seinem Vorgänger Russell Crowe in nichts nach und liefert eine absolute Glanzleistung ab, sei es schauspielerisch oder mit dem physischen Ergebnis seiner Vorarbeit, das aus ihm einen mehr als würdigen Gladiator macht. Die Arena verwandelt Sklaven in Gladiatoren und Gladiatoren in freie Männer. Du trägst etwas in dir. Das habe ich gleich gewusst. Ist es so? Wut. Und Wut ist deine Gabe.